Bethesda Game Studios presents Fallout 76. Craig bleibt immer gleich. Was hab ich denn? 1776 entschied diese große Nation, dass nur der bewaffnete Konflikt unser Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück verteidigen könnte. Wenn unsere Gründerväter uns jetzt sehen könnten. Von Antietam bis nach Amiens, Okinawa und Anchorage. Wir haben gekämpft. Doch, die offene Tür. Unsere Demokratie steht auf. Messerschneide. Und deswegen, wenn man nicht weiß, dann wir haben unsere Nation. Wir haben uns von Vault 76. Dieser meiner Führung wurde von Vault getroffen. Aber wurde noch gebaut. Auf die Amerikaner. Auf die Umfallen. Bis Ende gekommen ist, werden wir überdauern. Doch hier werden unsere Besten und Klügsten seit diesem Wort weiterhin, welche dabei sind und bevor uns liegt. Beginnt die Aufbau. Nicht nur Mann, nur die Leute, sondern auch Herzen und Geister. Und schlussendlich haben wir das Fest. Lass uns also beten, dass Frieden die Welt zurückkehren wird. Doch, wenn es nicht so ist, wenn der Krieg unser Mann ist, dann soll jeder wissen, dass hier Vault 76 unsere Zukunft beginnt. Guten Morgen, Vault 76. Hier spricht die Aufseherin. Hoffentlich hat Ihnen die Party gestern gefallen. Auch wenn Sie es vielleicht übertrieben und verschlafen haben. Aber es wird Zeit, aus den Federn zu kommen und frische Luft zu schnappen. Wir waren lange genug eingesperrt. Heute ist Rückeroberungstag. Auch wenn es Zeit ist zu gehen, werde ich nie den Tag vergessen, an dem Sie Vault 76 zum ersten Mal betreten haben. Sie unterscheiden sich durch ihre Herkunft, ihre Hautfarbe oder ihren Glauben. Doch sie alle haben eine sehr wichtige Eigenschaft gemein. Das wird geil. Sie sind die Besten und Besten dieses Landes. Was aber viel wichtiger ist, Sie alle werden immer meine Familie sein. Wow. Ich lasse meinen Charakter so leicht todlos aussehen. Oh nein, jetzt habe ich es nicht. Jetzt gibt es so grusige Augen. So hellblau, heiß, irgendetwas, keine Ahnung. Aha. Sieht aus, wie wenn sie tot wäre. Ich so, ja, machen wir. Wow! Wow, warum übertreiben wir den Dreck? Kaum Charakter jetzt schon. Mhm. Bist du Boxer zur 12. Runde? Ja. Aber noch ein schwächer. Ja. Hallo. Und eben die Augen. Aha. Ja, genau. Blue Hazy habe ich genommen. Ja. Aber es sieht gar nicht so schlimm aus. Aber wenn man sie so lange nicht verglichen hat zu den normalen Augen, sieht sie gar nicht so schlimm aus. Ich nehme einfach die Landschaft. Man muss die mal anschauen. Mhm. Hätte ich etwas ausprobieren. Und zwar. So. Ah, okay. Ah, Leberfleck, das war übel. Ja, das ist so grusig. Ja, das ist die Nase. Was? Ich nehme das auf der Nase. Ah. Hallo? Wo kann man taugen? Wo sind taugen? Hä? Wenn du auf die Augen gehst und dann entweder Quadrat oder Dreieck, kannst du verschiedene Sachen machen. Bei Dreieck kannst du Farbe und bei Quadrat kannst du es einfach verändern. Hallo? Also musst du zuerst auf Gesicht, also... Ja. Wenn... ja. Ich habe so erst herausgefunden, wie es geht. Ich glaube, blau Blattschwand. Ja, nicht mehr grün. Nicht mehr. Du weißt. Ja, dann kann auch grün gäbe es auch Blattschwand. Grün Blut unterlaufen. Ja, ja genau. Ja. Nein, normales Grün. Was nimmst du? Grün Blut unterlaufen. Aber hast du gesehen, Blue Haze? Also blau. Gerade über blau, also hellblau, Blut unterlaufen. Blassblau? Ja. Ja, hellblassblau. Ja, so milchig. Ja, schurgrusig. Mhm. Nehmen die unten dran gerade. Hellblau, Blut unterlaufen. Genau. Extra Damage. Das Joker-Ding nicht. Aber eine Narbe muss ich nicht schon irgendwie machen. Quer durchs Gesicht. Ja, auch eine Arbeit. Jetzt mit drin. Jetzt kann ich nicht schauen bei dir im Stream, mit deinem Charakter so aussehen. Aha, ja. Das tranquilo que 2000 clics usa page. Nein, wir schauen eben hier. Gut, mit einer Arbeit in der Mitte habe ich auch im Face. Also welche? Also kannst du schnell sagen, wie sie heisst? Ja. Narbe in der Mitte? Also, middle deep? Ja, also ja genau. Ja. Ah, ich habe die andere. Aber nicht so an den kleinen Prozent runtergeschrieben. Ja, ich habe rechte Augsbrauen. Ja, linke. Ja. Nein, Mitte. Ja, also... Also auch mit seinem Gesicht ist sie quasi... Ja, so über der Augenbraue, über die, aber... Eigentlich über der linken, nicht über der rechten. Ja, genau. Genau. Das über die Mitte. Aha. Ah, okay. Das Joker-Ding wäre wirklich cool, wenn es wirklich mit dem Mu übereinstimmen würde. Mit dem Mu-Ende, aber es ist ein bisschen jung dran. Schade. Oh nein! Ah, oh, fuck, ich hab's falsch gedrückt schon wieder. Ich drücke gegen rund anstatt... Anstatt X. Was hast du für eine Haarfarbe? Rot im Moment. Egal, Ginger heisst es. Mhm. Haar haben jetzt orange gefärbt. Im Moment noch nicht gross. Schläfen, bla, Haare. So. Stile. Body. Die du hast, habe ich gar nicht, die verreisen. Oh, sicher. Du hast ja. Aha. Ah, ich kann noch weiter aufhören. Hast du das erste Gesicht einfach genommen? Ich glaube, ja. Gesicht 1, ja, habe ich glaube genommen. Ja, dann haben wir die gleiche Haarfarbe. Ich bin darum gut in den Sinn gekommen, ich habe einen Charakter bei... Dragon Age und die dann so rote Haare, ich dachte, weißt du was, das mache ich da auch. Das passt. Pink! Pink fängt ja schon fast cool. Das ist schon... Red Dye ist auch noch schön. Aber es glänzt immer so stark. Lieber beim Ginger. Weil hast du ziemlich sexy, hä? Ja, verstehe. Hallo, Style so. Ja. Ich glaube, auf Englisch heißt es ein bisschen anders. Also auf so Deutsch heißt es ziemlich sexy. Ich habe jetzt Agent X genommen. Also Haarfarbe noch nie rot. Geschlecht blau, Körper. Muskulös, ja. Dünn. Also nicht ganz zu muskulös gemacht. Ich weiß auch nicht, wie der... Rough Night. Soll ich meine Fett machen? Nein. Also ich hoffe ja, dass wir das dann einfach übernehmen beim Hauptspiel. Ah, hier, Agent X. Okay. Ja. So richtig schön. Mhm. Fast Beatles-Frisur. Ja, genau. Du kennst Ant-Man, hast du den gesehen? Nein, also, nein. Okay, ja, die eine Frage hat um so eine Frisur dort. Aha. Aber der ist auch gleich. Genau. Ready? Ich bin eigentlich ready. Erledigt. Yay. Optionen. Option. Und nochmal schauen. Oh. Gefällt sie mir? Jetzt kann ich sie nicht Donrico nennen. Oder kann ich sie gleich Donrico nennen? Ja, das... Ja. Name your character. Mama, meine heisst Donrico 44. Genau. Meine ist einfach Duke Jason, das ist mir doch gleich. Ich heiße ja auch Duke Jason, also von dem her. Hallo, ich kann nicht wieder. Ich habe vergessen. Ich habe gerade kurz die Schreibsteuerung vergessen. So. Donrico, Level 1. Yay. Oh. Hallo? Pardon. So, wo ist mein Charakter? Kannst du noch irgendetwas Cooles machen? Oh nein, nein, nein. Ich habe ein bisschen Spass mit dem Kameramodus. Nein. Kann ich es jetzt bestätigen? Reset, toggle menu, taking snapshot. 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 Was hast du für eine Position genommen? Das mit dem Vaultboy. Aber viel reingezoomt, dass man es nicht sieht. Der Daumen quasi. Ja, mehr aufs Gesicht, oder? Das ist ja verschwunden. Yay. Wow! Hä? Habe ich keine Füße? Ja, kein Laufgeräusch. Das irritiert mich.